Herzlich willkommen, liebe Fans der Salzburger Austria! Miro, der Austria Express rollt und rollt. Heute wieder ein 5:0-Sieg. Wer soll uns eigentlich stoppen? Nein, ich würde sowas nicht formulieren. Es war genug schwer, heute gegen einen Gegner zu spielen, der mit 10 Mal verteidigt hat. Und wir haben uns natürlich schwer gemacht am Anfang. Es ist nicht einfach durchzukommen. Aber ich glaube, nach 1:0 ist unsere Express dann in Fahrt gekommen. Genau, und Grünau hat man nicht wirklich, wie soll ich sagen, walten lassen. Eine Chance hat es gegeben, die war natürlich heftig. Das war beim Stand von 2:0 der Querlattentreffer, wo wir dann mit einem 3:0 gleich geantwortet haben. Aber bis auf diese eine Chance war Grünau halt nicht wirklich gefährlich. Die Austria hatte eigentlich die Gäste, eigentlich das komplette Spiel im Griff. Das ist richtig, aber genau solche Spiele sind sehr, sehr gefährlich. Und wir sind auch hinten sehr gut gestanden. Und natürlich, dass der Gegner über 90 Minuten eine oder andere Chance bekommen kann. Aber wie gesagt, 5:0, da bin ich zufrieden. Wir auch. Jetzt geht es dann weiter am Donnerstag und am Samstag wieder mit 2 Spielen. Dann wartet auch noch der Cup am 7. Mai in Oberndorf. Trainingswoche, wie schaut es aus bis Donnerstag? Ja, ganz normal. Wir werden am Montag trainieren. Dienstag ist frei, Mittwoch ist Training und dann geht es wieder los. Also in einer Woche, dann haben wir noch 2 Spiele gespielt. Könnte es dann schon langsam wirklich richtungsweisend sein, was denn, ich weiß, du nimmst das Wort nicht gerne im Mund, aber was den Meistertitel betrifft? Nein. Noch immer nicht? Nein. Erst dann, wenn es tatsächlich so ist? Richtig. Okay, dann freuen wir uns auf diesen hoffentlichen Moment. Danke, Miro. Raffi, heute nächstes Torfestival. Du hast es eingeleitet mit einem Treffer zum 1:0. Wunderschöner Treffer heute. Unglaublich. Wattens legt wieder vor am Vortag und die Austria lässt sich nicht beeindrucken, sorgt für einen hohen Sieg nach dem anderen. 6:0, 12:1, 5:0, allein die letzten 3 Spiele. Ja, ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment aussprechen. Man muss schon mal eins klar festhalten, uns schenkt in der Liga keiner was und wir müssen uns die Tore sehr, sehr hart erarbeiten und da jedes Mal wieder so fokussiert in die Spiele zu gehen, das bedarf sehr, sehr viel, auch von der Trainerseite, vom gesamten Team und da ziehen wir alle einen Strang und da ist es dann auch ja, umso schöner, wenn dann natürlich solche Ergebnisse rauskommen. Ja, sind wir froh, dass wir heute auch wieder als Sieger vom Platz gehen. Und das Unglaubliche ist, 5:0 das Ergebnis, das Endergebnis, aber Grünau hat eigentlich gar nicht die Sache nicht so schlecht gemacht, muss man sagen. Gegen uns machen die Mannschaften das generell nicht schlecht. Ja. Das sind 22 Spieler am Feld, wo jeder Fußball spielen kann und wir respektieren zu 100% jeden Gegner und darum kommen auch solche Ergebnisse dann zustande. Wichtig ist der Sieg. Ich kann auch Grünau Kompliment aussprechen, sie haben auch probiert zum Fußballspielen. Ich glaube, dass sie sich halt nicht viel vorwerfen können. Ja. Wir uns allen selber nicht, hat Spaß gemacht. Weiter geht's schon wieder nächsten Donnerstag und Samstag. Zurzeit macht es einfach wirklich Freude, allen Beteiligten. Ja, wir bleiben jetzt gleich im Rhythmus. Jetzt müssen wir schauen, dass wir gut regenerieren. Jetzt müssen wir schauen, dass wir am Donnerstag genauso wieder mit der Entschlossenheit ans Werk gehen. Dann wieder einen Tag nur Pause. Also es warten die nächsten schwierigen Aufgaben auf uns. Und egal, wer da jetzt kommt, jetzt müssen wir da das Ding heimbringen. Genau, das machen wir, packen wir es an. Danke, Raffi, gratuliere. Monte, momentan geht der Austria vieles auf, auch dir persönlich, dort zum 2:0-Marke, Traumtor des Jahres. Ja, ich schieße relativ wenig Tore, umso schöner ist, wenn es solche sind. Nur dazu war es ein wichtiges Tor, dass wir ein bisschen besser ins Spiel gekommen sind. Dann, ja, alles in allem war es nicht so leicht heute, weil es tief gestanden sind. Aber es war völlig in Ordnung, die Leistung heute und ja, weiter Gas geben. Du hättest ja auch gedacht, vielleicht hast du einen Lauf, hat der Nico Meier den Vortritt lassen für den Freistoß dann knapp nach dem 2:0, den du dann in die Mauer gedonnert hast. Ja, ich habe spaßeshalber gesagt, ich schieß. Dann hat er gesagt, dass ihm die Kontaktlinsen verrutscht ist, dass er nicht so gut zieht. Jetzt habe ich geschossen. Ja, ist kein Problem. Okay, Spiel heute abgehakt, es warten aber bereits die nächsten Aufgaben, nämlich schon kommenden Donnerstag am 1. Mai und dann 2 Tage später nur am Samstag gegen Kufstein. Trotzdem am Selbstbewusstsein dürfte es nicht scheitern. Nein, auf keinen Fall. Das passt hundertprozentig. Trotzdem werden es schwierige Partien. St. Johann ist immer schwer. Dann ist noch ein Tag Pause. Ist nie so leicht zum Spielen, aber wir haben gesehen, letzte Woche hat es auch gut funktioniert und ja, wird schon werden. Hoffen wir. Gratulation zum Sieg, zum Tor. Danke, Monte. Nico, unglaublich, wenn man nach 90 Minuten sagen kann, die Austria hat in der zweiten Hälfte vielleicht einen Gang zurückgeschalten. Das Ergebnis aber trotzdem 5:0. Ja, einen Gang zurückgeschalten würde ich gar nicht sagen. Die Grünau sind sehr tief gestanden. Das war dann schwierig, dass man sich Chancen ausspielt. Aber ja, wir haben schon 3:0 geführt. Von dem her haben wir es ganz ruhig spielen können.
Die letzten Ergebnisse ein Wahnsinn, während Wattens teilweise nur mühsam mit einem Torunterschied gewinnt, zerlegt die Austria zumeist ihre Gegner. Bei den ganzen Toren verliert man da vielleicht sogar ein bisschen den Überblick. Schön langsam. Ja, also im Endeffekt braucht man nicht auf Wattens schauen, wenn man die Leistungen jede Woche wiederholen, die wir zurzeit abrufen, dann ist wurscht, wie Wattens spielt, dann kann uns sowieso keiner stoppen in der Liga. Und in einer Woche schon oft angesprochen, Warten dann wieder ein Doppelpack am 1. Mai und am 3. Mai. Siehe höchst, das liegt uns anscheinend, zwei Spiele innerhalb von drei Tagen. Ja, das ist natürlich auch, weil wir einen sehr großen, extrem guten Kader haben und da kann man ein bisschen rotieren und den einen oder anderen ein bisschen schonen. Das ist vielleicht auch ein Vorteil gegenüber anderen Mannschaften in der Liga und wie du schon gesagt hast, das sieht man dann auch, das liegt uns. Das sieht man und es macht Spaß. Danke, gratuliere. Danke, Nico.